Die Ausstellung zeigt insgesamt über 100 Werke, sowohl die ersten frühen Zeichnungen und Gemälde. Dann sieht man, wie sich dieses Werk entwickelt, wie es brodelt, wie er sich immer anderen Kräften aussetzt und kommen dann bis zum Spätwerk, wo er ins ganz, ganz große Format kommt. Hier kommt man ihm nah, hier kann man wirklich verstehen, was seine Kunst bewegt.